Er boykottiert meine Videos gerade. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Glossybox Unboxing. Ich habe mir ja schon mal die Produktkarte geschnappt, um zu gucken, was drin sein könnte, um mir meinen Wunschzettel zu erstellen. Ich schaue. Also es ist, wie ihr seht, die Mary Poppins Edition, passend zum neuen Kinofilm von Disney. Und ja, ich schaue mal, was denn drin sein könnte. Fängt schon mal ganz nett an mit Essiglacken. Und zwar entweder der Farbe Resort Fling oder dem Gel Couture Topcoat. Den habe ich schon, die noch nicht. Essiglacke liebe ich. Sie sind für mich eine der besten Lacke. Und ja, darüber würde ich mich, glaube ich, schon mal freuen. Dann könnte drin sein von Batiste ein... Ist es ein Trockenshampoo? Nee, ist was anderes. Entweder ein Anti-Frizz-Spray oder Damage Control oder Volumen oder Hydrate. Okay, ich weiß nicht, ob die Produkte neu sind. Ach so, nee, es ist weiterhin Trockenshampoo, aber noch mit so einem Bonus? Ja, scheint so. Okay, hört sich ganz gut an. Ich mag Batiste Trockenshampoos extrem gerne. Kann ich auch gebrauchen. Dann könnte drin sein ein Produkt von Jean & Len, und zwar sehr viele verschiedene Bodylotions, Duschgele, Gesichtsmasken, ich glaube Cleanser und Nachtcremes und so. Okay, vielleicht, ich warte nochmal, von Rituals könnte was drin sein. Und zwar entweder ein Duschschaum aus der Yalda-Reihe, die kenne ich persönlich noch nicht, oder aus der gleichen Reihe Badekugeln, so ein Set aus Badekugeln. Das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Dann könnte drin sein von Trifle Cosmetics ein Lip and Cheek Jam, also so ein Gel quasi, wo man die Lippen mit einfärben kann oder auch die Wangen. Ich mag solche Produkte nicht so gerne. Von Yuma Cosmetics könnte drin sein eine Contouring-Palette. Ich finde jetzt Yuma oder UMA nicht so gut. Ich habe ein paar Produkte von denen, die sind aber alle so nicht meine Favoritenprodukte. Ich probiere zwar gerne dekorative Sachen aus, aber na, ich weiß nicht so recht. Mal gucken. Von Alverde könnte drin sein ein Kajalstift in Grau. Sowas finde ich total langweilig, muss ich sagen. Ich benutze es zwar, aber in so einer Box finde ich es langweilig. Von Chiara Ambra könnte eine Augenmaske sein, also so Augenpatches mit Goldschimmereffekt. Von Revlon ein Lippenstift. Von Neutrogena eine Hydro Boost Gesichtstuchmaske. Von Dove eine Bodylotion in der Sorte Winterpflege. Dann ein Eyeshadow Chubby Stick in so einem Gold, glaube ich, von Meach & Mia. Wenn es so ausgesprochen wird, sagt mir gar nichts, diese Marke. Dann von Nutra Skin ein Vitamin C Serum, also für die Haut ein Serum. Oder eine Augencreme von der gleichen Marke. Von Nuvega Lash, ein Wimpernbooster. Da muss ich sagen, ich hatte in der Glossybox schon mal so ein Produkt, also auch so ein Wimpernserum mit einem Milliliter drin. Ich konnte es einmal verwenden und dann kam da nichts mehr raus. Das war die größte Verarsche überhaupt. Also ich war richtig, richtig stinkig. Ich möchte davon bitte nichts haben. Finde ich richtig dämlich. Dann könnte drin sein von Sarbon, kenne ich auch nicht die Marke, eine Dead Sea Scrub Mask, also eine Gesichtsmaske. Oh, schon mit dem Liverpool-Trikot an. Ich denke, das sollte ich anziehen. Ja, genau. Von De Bruyere könnte ein Nagellack drin sein, in der Farbe Pearly Beige. Finde ich jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Ah, das hätte ich, glaube ich, gerne drin. Das war schon mal in einer Glossybox, aber ich hatte es nicht drin. Von Kaleido Cosmetics, das Astro Light. Das ist so ein flüssiger Highlighter. Der kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Ah, und ich glaube, dann war es das. Okay, also Wunschzettel. Astro Light Highlighter Nummer 1. Dann, was nehme ich dann noch?
Okay, ich glaube, ich würde das Contouring-Set gerne mal ausprobieren. Nummer 2. Von Rituals würde ich entweder Duschschaum oder Badekugel nehmen. Das wäre mir relativ egal. Eher die Badekugel noch. 3. Von Jean & Blend, ist denn da noch irgendwas Interessantes? Also, weil so Bodylotion, Duschgel, habe ich schon so viel. Handcreme, Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme. Ja, vielleicht eine Augencreme. Das wäre dann Nummer 4. Ne, Nummer 4 ist ein Batiste-Trockenshampoo. Und Nummer 5 der Essilack. Genau, so machen wir es. Mal sehen, was denn letztendlich jetzt wirklich hier drin ist. Also, die Box sieht genau wie die Karte aus, nämlich mit Mary Poppins vorne drauf. Und dann so hell und dunkelblau. Okay, schauen wir mal rein. Ganz oben auf liegt, glaube ich, eine Tuchmaske. Ah, okay, von Neutrogena. Hydro Boost Hydro Gel Maske. Ich mag solche Tuchmasken. Ich mag solche Tuchmasken ganz gerne. Werde die auch definitiv benutzen. Die hatte ich jetzt persönlich noch nie ausprobiert. Ja, finde ich ganz gut. Nummer 1. Nummer 2 ist wieder eine Maske, aber ich glaube, das ist ein Goodie von Luvos Heilerde, eine Reinigungsmaske. Habe ich schon öfter benutzt, finde ich soweit ganz gut, so Heilerde, so gegen Unreinheiten. Hier steht reinigt intensiv, nimmt Glanz und glättet nachweislich. Das ist allerdings keine Tuchmaske, sondern so eine Paste, aber finde ich auch ganz gut, als Goodie sowieso. So, Nummer 2. So, dann Hauptprodukt Nummer 2 ist, ah okay, von Batiste ein Trockenshampoo tatsächlich, allerdings in einer kleinen Größe. Volumen, okay, Trockenshampoo und Volumen. Ich brauche jetzt zwar für meine Haare eigentlich kein Volumen, also ich hätte lieber eine von den anderen drei Varianten genommen, aber ist okay, probiere ich trotzdem aus und benutze ich sehr, sehr gerne. Ja, 50 Milliliter sind da drin, finde ich gut, ist was von meiner Wunschliste. Hauptprodukt Nummer 3, oh, okay, ist von Rituals der Duschschaum, auch in einer kleineren Größe, auch mit 50 Millilitern. Da muss ich jetzt mal dran riechen. Oh, es riecht gut. Ich liebe Rituals-Düfte, die sind immer toll. Das riecht so ein bisschen, ja, nach was überhaupt? Wassermelone und Granatapfel. Ja, es riecht schon fruchtig, aber auch so ein bisschen, nicht quietschig fruchtig, sondern so ein bisschen dunkelfruchtig, wie die Verpackung vermuten lässt. Wie riecht etwas dunkel? Ich weiß es nicht. Es riecht aber irgendwie dunkelfruchtig, aber sehr, sehr gut. Okay, Hauptprodukt Nummer 4. Nein, ich glaube, es ist auch wieder ein Goodie. Von Garnier, wahre Schätze. Eine Tiefenpflegemaske für die Haare zum Ausspülen aus dieser Honigschätze-Reihe. Okay, werde ich auch super gerne ausprobieren. Hauptprodukt Nummer 4, wir sind immer noch auf der Suche. Ah, der Essilack. Sehr schön. Auch in einer kleineren Größe. Das finde ich gar nicht schlimm. Wann macht man mal einen Nagellack leer, wenn es jetzt kein Base- oder Topcoat ist? Ich noch nie. Ja. Farbe Resort Fling habe ich noch nicht, ist jetzt eher eine Sommerfarbe als eine Herbst-Winterfarbe, aber trotzdem schön und wie gesagt, ich liebe Essilacke. Also schon mal 3 Sachen von meiner Wunschliste, sehr gut. Und das letzte Produkt, nee, es sind noch 3 da drin, okay. Also das letzte Hauptprodukt würde ich jetzt tippen, weil es sonst immer 5 sind, ist von Dove. Diese Bodylotion in der Winterpflege-Edition. Ich mag Dove-Produkte sehr, sehr gerne. Gerade die Bodylotions finde ich sehr, sehr schön. Das ist jetzt 250 Milliliter. Ich glaube, die sind normalerweise auch noch größer, wenn mich nicht alles täuscht. Die wirkt für Dove-Verhältnisse ein bisschen klein, aber normalerweise sind in solchen Bodylotions um die 250 Milliliter drin. Mal dran riechen. Oh ja, die riecht gut. Nach, steht das da drauf? Nö. Da sind aber Blüten drauf. Riecht super angenehm. Ich mag die Dorfdüfte. Okay, was haben wir jetzt noch drin? Okay, es ist auch noch von diesem Trifle Cosmetics Dings, dieses Lip and Cheek Jam drin. Okay. Oh, es ist eine Naturkosmetik. 99% Natural.
cruelty-free. Das ist natürlich super. Haben wir mal ganz lustige, bunte Verpackung. Es war auch letztens erst eine Lidschattenpalette von dieser Marke drin. Ja, das ist so ein ganz rotes, eine Flüssigkeit, ähnlich zu diesem Benetint. Mach das jetzt mal ganz vorsichtig hier rauf. Kommt mit so einer Pipette. Und dann kann man das eben auf die Wangen oder auf die Lippen geben. Ja, das ist wirklich sehr dezent, aber na, ich mag solche flüssigen Produkte eigentlich nicht so gerne. Vielleicht probiere ich das mal aus, aber ich glaube eher, dass ich das weitergebe. Aber okay, 6 Hauptprodukte sind drin. Nö, 7. Ach, das ist ja mal, also zu Weihnachten passend, ganz nett, ne? Es ist auch noch die Augencreme drin. Ja, sehr cool. Hatte ich die jetzt auf meiner Wunschliste? Nee, aber fast. Von Jean & Len. Also das perfekte Produkt aus dieser Jean & Len Reihe für mich jetzt persönlich. Augencreme, vegan, mit Soforteffekt, frische Gurke, Hyaluron und Biogurke. Hört sich sehr gut an. Ich mag Jean & Len Verpackung immer sehr, sehr gerne. Steht auch immer drauf, ohne Gedöns. Finde ich auch ganz lustig. Ja, probiere ich super gerne aus. Augencreme finde ich auch immer super. Benutze ich jeden Tag abends vor dem Schlafen. Okay, also 7 Produkte, wenn auch einige in kleinerer Größe, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also das war jetzt nochmal zum Jahresabschluss, finde ich eine richtig, richtig schöne Box. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte, da ist ja immer die Vorschau für die nächste Box drin, die nennt sich dann Strong and Beautiful. Das ist dann wahrscheinlich so eine, ja, neues Jahr, gute Vorsätze, alles frisch und fit und sowas. Genau, Fitnesspflege und Beauty-Tipps und so weiter. Ja, nach wie vor überlege ich, die Glossybox irgendwann zu deabonnieren. Jetzt die letzten beiden Boxen fand ich allerdings sehr, sehr, sehr gut. Und an sich mag ich die Glossybox, weil es immer interessante Produkte sind oder zumindest meistens. Und auch oftmals halt ganz tolle Designs und sowas. Also es wird mir schon fehlen. Allerdings baue ich mich auch zu mit Produkten, ne? Ich überlege, noch lasse ich sie abonniert. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, so viel jetzt zu diesem Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis, ich glaube, übermorgen. Da kommt ein Unboxing zur Degusta-Box online, falls euch das interessiert. Und ansonsten bis zum nächsten Vlog. Macht's gut, ciao, ciao.